Ja, und da sind wir schon zurück, ne? Da fliegen hier die Frösche durch die Gegend. Level Totenkopf, Nachtelf Druide. Hier passieren Sachen, ne? Beinahe offline, ohne dass ihr es mitbekommen hättet. Da hätten wir aber alle, ne? Wichtiges Bildungsfernsehen verpasst. Aber jetzt nochmal offiziell, willkommen zurück. Wir sind immer noch in Stranglehorn, alias Schlingendorntal, ne? Für diejenigen von euch, die was gegen die Sprache haben. Und wir machen gerade etwas, die einen würden sagen, moralisch Verwerfliches. Kapitalisten würden sagen, wir machen unseren Job. Wir gehen Tiger töten. Also, sofern die nicht die ganze Zeit ausweichen oder ich verfehle, ne? So, das haben wir gleich auch schon geschafft. Und für diejenigen von euch, die es nicht wissen, wenn wir die jungen Schlingendorn-Tiger platt gemacht haben, müssen wir die normalen Schlingendorn-Tiger töten. Ich bin außer Reichweite. Und danach, glaube ich, die Frauen und dann die Alten. Ne, in der Reihenfolge. Also, also da darf man auch nicht zu sehr rein interpretieren, sonst ergibt das ein ziemliches Monsterbild von denjenigen, die sich so eine Quest ausdenken, ne? Erst die Jungen, dann die Starken, dann die Frauen und dann die Alten. So, das war's auch schon. Haben wir sie platt gemacht. So, den kurzen Weg können wir auch mal eben reiten. Oh, wenn jetzt die Crocodiles nicht platt machen. Kann ich euch helfen? So. Ich hab's ja gesagt, jetzt müssen wir normale töten. Man sieht sich. Interessant ist auch, ich krieg dafür keine Kohle, sondern die geben mir einfach nur Erfahrungspunkte. Das finde ich ziemlich unfair. Was haben wir ja noch? Junge Panther. Die können wir jetzt auch mal töten gehen. Ja, dann haben wir die Quest auch hinter uns. Solange wir dafür noch EP kriegen. Weil das ist ja, glaube ich, die... eine der ersten Quests. Ja, was ist denn hier los? So, gib her dein Fleisch. Also zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich verwerte auch alles von dem Tier, ne? Also ich töte es nicht nur, weil mir gewisse Leute dafür Erfahrungspunkte gewähren, sondern auch, weil ich sie weiterverwende. Zum Beispiel, indem ich Essen aus ihnen mache oder eine coole Weste. Also was. Gut, den ganzen Scheiß könnte man natürlich auch anders machen, ne? Pflanzen anbauen oder aus Baumwolle-Klamotten machen. Lass das gerade mal wirken, dieses Gehen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid ein Allianzler, der vom Rebellenlager da hinten, ja, hier so um die Ecke, bis ganz hier laufen muss. Das Ganze machst du zwei, maximal dreimal, und dann sagst du zu Stranglehorn, fuck you, weil du dann keinen Bock mehr hast. Ja, das ist geil, ne? Wie sie aus jedem Busch kommen. So. Oh, gibt sogar hier einen Stoffhut. Da wird sich das Auktionshaus nachher aber ordentlich freuen. Oh, jetzt sind sie ja zu zweit. Dann schieße ich doch mal. So, dann, wie angekündigt,
Essen wir jetzt mal eins von diesen coolen Bärensteaks. Weil dann kriegen wir noch einen Buff. Hier. 15 Minuten Willenskraft erhöht. Und Ausdauer auch. Willenskraft interessiert uns ja jetzt nicht so. Der nächste. Oh, hier ist alles voll. Also als ich hier letztes Mal gequestet habe, da gab es keine mehr. Da hat schon irgendjemand vor mir ausgerottet. Jetzt darf ich endlich. Oh, schweres Leder, huh? Surprise, Motherfucker! Und jetzt schon wieder 5 Kombo-Punkte, also. So, ja, ich nehme mal die Kamera hier, ne, aus dem Blatt. Was ist er denn? Ach, der Droide. Achso, ist das der von eben gewesen? Nee, das war ein anderer. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Na, aber ihr seht, die machen ja auch nicht den PvP-Modus an. Ja, und dann läuft man halt aneinander vorbei. Das finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen blöd. Weil so bleibt die einzige Interaktion mit der jeweils anderen Partei, also in dem Fall mit der Allianz, auf PvP-Kämpfe begrenzt. Oder wenn mal irgendwo ein kleiner Raid auf eine Stadt kommt oder so. Aber das war's dann auch. Und das finde ich schade. Also ich finde, ne, dieses Spiel ist ja mit, ne, oh, Horde und Allianz, ne, und die hauen sich gegenseitig die Köpfe ein und der Krieg beginnt und... Und, ja. Dann hat man hier so ein PvP-Modus. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ich würde es mir zumindest wünschen. Oh. Also... Das sieht jetzt alles super einfach aus und das ist es auch. Das macht mich selbst gerade auch ein bisschen nervös. Aha. Ups. Ja. Bogenskill muss ja auch gemacht werden. Und da, jetzt wird's aber langsam wirklich ein bisschen, also... 5 Stärke, 11 beweglicher, oh. Naja, vielleicht kann die jemand im Auktionshaus gebrauchen. Ja, da wär's... Ist vielleicht Zeit für eine kleine Beichte. Und zwar ist es so, dass auf dem Rising Gods Server... Die Entwickler, die Drop-Rate für random Ra-Drops, ich glaube auch für epische Sachen, wobei da bin ich mir nicht sicher, deshalb bin ich da jetzt vorsichtig. Auf jeden Fall für die Ra-Gegenstände haben sie die Rate oder die prozentuale Chance, dass es einfach mal so zufällig droppt. Ja, die haben sie spürbar erhöht. Ne, ihr seht, wir haben jetzt in diesem und in den letzten Videos... Hui! 3 oder 4? 1, 2, 3. 3 Ra-Gegenstände gefunden und, das ist schon Numerus Hefticus.
Seid gegrüßt. Oh, ich brenne. Ziehe den Ehrenfreund. So. Achso, ins Kromgol-Lager müssen wir zurück. Ich würde sagen, da reiten wir mal eben. Weil... ich sehe schon, wir müssen bald auch wieder Schluss machen. Ja, 15 Minuten sind schon wieder um. Also ich muss sagen, so ein 15-Minuten-Intervall ist, bevor ich hier jetzt gegenlaufe und alle hier aufhetze, aufscheuche, laufe ich mal jetzt über die Straße. Also ich finde, die 15-Minuten-Intervalle sind soweit eigentlich in Ordnung. Ich glaube, dann kann man sich so ein Video zwischendurch mal anschauen. Ab 30 Minuten finde ich es dann schon schwierig. Also ich kann mir selbst ja nicht mal 30 Minuten lang zuschauen, ohne nervös zu werden. Falls er trotzdem sagt, hey, mach doch gerne mal länger, ne, dann... was ist denn hier los? Heute hassen sie mich alle. Ja, falls er trotzdem sagt, ey, ne, eine halbe Stunde durchgehen wäre vielleicht auch mal ganz cool. Na, da können wir ja drüber reden. Ist ja soweit kein Problem. Wer ist er hier? Trollmagier. Achso, jetzt hätte ich ihn auch mal grüßen können, ne? Ja, ja, das entsprechende Makro wurde nicht erstellt, also nix hier mit Winken. Und da sind wir schon. Ja, hier haben wir jetzt natürlich nicht die tolle Tavernenmusik wie in Booty Bay. Wie geht's denn so? So, Alter. Hier kriegst du 9 Hauer und ich krieg mein Level up! Oh, 20 Schrumpfköpfe. Mögen die Level 34. Ich freue mich. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo setze ich denn jetzt hier den Skillpunkt? Habe ich hier schon was gesetzt? Nein. Aber hier. Was ist das denn? Ah, kritischer Treffer. Aber wir gucken mal weiter bei Täuschung und erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer eurer Fähigkeit Hinterhalt um 25%. Oh, 25%, das ist schon echt eine geile Nummer. Was ist das? Das ist das mit den Kombo-Punkten. Damit bin ich gerade ganz zufrieden. Deswegen machen wir jetzt erstmal den verbesserten Hinterhalt. Und, oh. Ich hab... Upsi! Ich hatte wohl noch vom letzten Level ab einen Skillpunkt übrig. Jetzt habe ich beide auf verbesserten Hinterhalt gesetzt. Aber das ist soweit nicht schlimm, weil jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich kritte mit Hinterhalt einfach mal auf 50% hochgeschraubt worden. Beziehungsweise um 50% erhöht, ne? Das heißt, jeder zweite Schlag müsste in der Theorie funktionieren. Ja, wir sind hier soweit am Ende. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal idyllisch vors Lagerfeuer, ne? Und genießen gerade mal den Dschungel, ne? Die natürlichen Geräusche des Dschungels oder diese natürlich wirkenden Trommeln und die stöhnenden Orks. Oh. Ah, ne? Welcher davon war ich? Ja, nein. Also ich will es jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, Leute. Ich gehe mir jetzt was grillen. Vielleicht gehe ich dann auch nochmal ins Auktionshaus, ne, und gehe Fettkohle machen. Ein paar schöne Klamotten schneidern, kann ich vielleicht auch nochmal. Und, wenn es euch Spaß gemacht hat, ne, kommt gerne wieder. Ich sag ganz schön oft, ne, vielleicht sollten wir ein Spiel draus machen. Jedes Mal, wenn ich das sage, müsst ihr einen heben. Mal sehen, ob ihr bis zum Ende des Videos durchhaltet. Jedenfalls, ich würde sagen, wir bleiben hier im Booty Bay, ne, ist ja schön warm und, durch den Regen kriegt man auch nicht zu sehr Sonnenbrand, ne, und, ne. Tigerfleisch und so, ne? Jägerlager, schwitzige Orks, ne? Was will man mehr? Also, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Reihe und ich hoffe, es dauert nicht allzu lang. Bis dann, Leute!